Philipp Kuhn führt mich heute ein bisschen durch sein Weingut im pfälzischen Laumersheim. Doch zunächst erkunden wir die tieferen Bodenschichten. In den Bodenprofilen zeigt sich der in der Region vorherrschende schroffe Kalkstein, der den Weinen ihre Mineralität verleiht. Im Weinberg blüht Philipp richtig auf, auch wenn er jetzt noch lieber mit dem Traktor herumsausen würde. Er verrät, dass er jedes Jungfeld höchstpersönlich bearbeitet, um seine Energie hineinzugeben. Über die Jahre konnte Philipp ein beeindruckendes Lagenportfolio aufbauen. Die unterschiedlichen Terroirs möchte er in jedem Wein zeigen, ganz ungeschminkt und ohne Make-up. Inzwischen wird Philipp von der Presse für seine Arbeit gefeiert und mit Preisen geradezu überhäuft. Doch zu Anfang musste auch Philipp Kuhn um Wahrnehmung und Anerkennung für seine Weine kämpfen. Mit 20 Jahren übernahm er das Weingut von seinem Vater, der Papi Cabi, ein Hommage an ihn. Über 30 Jahrgänge hat Philipp inzwischen auf dem Buckel, einer besser als der andere. Eine beeindruckende Geschichte. Danke Philipp und schön, dass du dabei bist bei Born to be Wine.